Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute geht es mal um die Angst versus Urvertrauen und dafür habe ich einen wundervollen Ganzheitsmediziner da, Dr. Gerhard Kögler. Er ist medizinischer Leiter der traditionell europäischen Medizinakademie und wir werden das ganze Thema jetzt mal in die Tiefe beleuchten und ich bin sehr froh, dass er heute da ist. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo lieber Gerhard, schön, dass du wieder da bist. Herzlichen Dank für die Einladung, ist auch für mich eine große Freude. Ja, ich freue mich, weil du immer diesen traditionell europäischen Aspekt, wir hatten schon Interviews gemeinsam, können die Zuschauer auch nochmal reinschauen, wirklich diesen ganzheitlichen Menschen wieder siehst in allem, ja, in der Iris-Diagnostik, Zunge, Puls und Konstitution. Und heute wollen wir mal über das Thema Angst versus Urvertrauen sprechen. Da bin ich schon ganz neugierig, was du uns da zu erzählen hast. Ja, also noch einmal herzlichen Dank für die Einladung. Der Mensch als ganzheitliches Wesen gesehen besteht ja nicht nur aus dem Körper, sondern eben auch aus den Emotionen und aus dem Geist, also die Gedanken, ne? Und ich bin auch mit vielen Schamanen in Kontakt. Das ist ja ganz interessant, wie die das sehen. Ne? Also sie sagen, der Mensch besteht aus 4 Anteilen. Ne? Das eine ist der physical part, also der Körper. Dann der mental part, das sind die Gedanken. Der emotional part, das sind die Gefühle. Und das vierte und vielleicht wichtigste ist der spiritual part, sagen sie. Nicht? Also man würde mit modernen Worten heute sagen, das ist die Information. Nicht? Wie der Anton Zeiliger sagt, das Konzept der Information ist das wichtigste Konzept. Neben Raum und Zeit ist das Konzept der Information das wichtigste. Ne? Und diese Indios, die sagen halt, ist der Spirit, ne? Der spirituelle Part. Ja? Also wichtig ist, wenn ich den Menschen als Ganzes sehen möchte, dass ich mich genau diesen Dingen widme, dem Körper, dann den Emotionen, was läuft da falsch, ja? Dann den Gedanken, ja? Welche Gedanken sind da, wie leiten sie uns oder wie werden die Gedanken von den Emotionen beeinflusst oder wie werden Gedanken vom Körper beeinflusst, wie hängt das zusammen? Und dann natürlich der Spiritual Part, also der Informationspart, das wäre sozusagen, wie ist die Information meines Wesens, meines Seins eingebettet an die Information der Welt, dieser Welt, meiner Umgebung, Informationen der Natur und so weiter und passt das zusammen, ja, hat sozusagen meine Lebensmelodie, meine Aufgabe gefunden, ne? Oder nicht. Ja? Also das gehört alles zusammen. Und wir haben heute das Thema Urvertrauen versus Angst und das ist natürlich essentiell, denn das steht immer am Anfang. Ja? Also Urvertrauen und Angst, diese zwei Sachen gehören immer zum Element Wasser, sagen wir in der traditionellen Medizin. Element Wasser ist der Embryo im Bauch der Mutter. Mhm. Ja, der Embryo im Bauch der Mutter, der jede Minute mit allem versorgt wird, was er braucht. Ich werde dann noch kurz darauf zurückkommen. Und hier wird sozusagen entsteht jetzt das Gehirn dieses Embryos mit seinem, ganz in der Mitte, Stresszentrum. Ja, dieses Stresszentrum, das ist essentiell für das ganze weitere Leben. Wenn das gut ausgeprägt ist, dann gehen wir mit Urvertrauen durchs Leben. Wenn nicht, wenn es da Probleme gibt, ja, von Seiten der Schwangerschaft her oder von Narben der Mutter, die aus ihrer Kindheit mit in Schwangerschaft genommen hat, dann wird dieses unser Stresszentrum, das uns leitet dann das ganze Leben, sozusagen geschwächt. Man nennt das auch Stressachse oder HPA-Achse in der Gehirnforschung. Ja. Und also das ist essentiell für die Entstehung von Krankheiten und das möchte ich jetzt dann gleich zeigen. Alleine das erste Foto, das ich mitgebracht habe, hat eine Studie gegeben und man hat gefunden, dass es eine doppelt so hohe Mortalitätsrate gibt bei geringer Lebenszufriedenheit gegenüber hoher Lebenszufriedenheit. Ja, das ist ja erstaunlich. Ja. Doppelt so hohe Mortalitätsrate bei einem ausgesuchten Kohorte von Menschen, ja. Also alleine diese Zufriedenheit macht so viel aus. Ja? Das wirkt sich darin aus, ob man stirbt oder nicht stirbt. Ja? Man kann nicht sagen, bin ich halt weniger zufrieden oder ist eh wurscht, ja? Macht ja nichts. Nein, ich sterbe früher. Ich sterbe eindeutig früher. Das heißt, als Arzt ist es für mich ja ganz wichtig dann. Ist mein Patient zufrieden überhaupt im Leben? Und wenn er nicht zufrieden ist, was ist es letztlich? Ja? Es ist ja nicht das Triviale, ja, weil mir gefällt mein Job nicht so gut und so weiter. Oder ich streite mit meiner Frau. Das ist ja nicht so trivial. Das ist ja wirklich sehr komplex und sehr systemisch zu sehen. Ja? Es kann sein, dass dieser Patient eine chronische Intoxikation hat zum Beispiel, ja? Eine Quecksilber,
Intoxikation, das kann man sich anschauen im Blut, das ist gar nicht so schwierig. Ja. Und dann passt da was nicht und die Stressachse ist geschwächt und so weiter. Also ganz wichtig ist, dass ich mir diese Stressachse auch anschaue und auch die Zufriedenheit anschaue. Eine andere Folie, die für mich wichtig ist, ist die Stress und Krebs. Ja. Das ist eine Meta-Analyse gemacht und da sind hunderte Studien zusammengefasst und man hat immer geschaut, so, was ist das, wie ist das bei Krebs, welche Patienten leben länger, welche haben geringere Rezidivraten, das heißt, dass es wiederkommt, der Krebs, ja. Auch die Metastasierung und so weiter, das alles haben sie angeschaut. Ja. Was verbindet das oder wie ist das? Und hat das auch in Bezug auf Stress untersucht. Stress ist jetzt nicht das, dass ich in der Arbeit viel zu tun habe, sondern dass ich permanent eine Übererregung in meinem ganz innersten Teil meines Gehirns habe. Arousal, sagt man dazu in der Fachsprache. Ja. Da ist immer Übererregung da und das schickt so dunkle Wolken über mein Gehirn dauernd. Ja. Sodass also diese klare und entspannte Haltung und diese Gedanken können nicht stattfinden. Ja? Liegt es auch daran, dass ich werde ja aus einem bestimmten Grund auch krank, weil auch eben das Umfeld so ist. Ja? Und im gleichen Umfeld dann wieder gesund zu werden, wird wahrscheinlich auch schwierig werden. Weißt du, dass man immer in dieser Wolke halt lebt, während jetzt zum Beispiel ein Mensch, der jetzt zu dir kommt und sich visualisiert, wo will ich denn hin, geht ja aus dieser Komfortzone raus und verändert natürlich dann auch das Umfeld. Und dann wird er natürlich auch zufriedener. Dann macht es natürlich auch Sinn, dass der Zufriedene gesünder wird oder schneller gesund wird und gesund bleibt. Aber die Zufriedenheit im Ursprung lag ja auch daran, dass sich was verändert hat. Genau. Na, das ist das, wie ich schon einmal erklären durfte, wie ich ein anderes Mal zu Gast bei euch war, ist das mein genetisches und epigenetisches Angebot an diese Welt, ja, an diese Umwelt. Ja? Mhm. Wo crasht da und wo kann man was verändern? Aber ein sehr schöner Spruch aus der Kabbala sagt, wir haben nicht die Freiheit, uns selbst zu verändern. Wir haben nur die Freiheit, unsere Umgebung zu verändern. Mhm. Weil der Mensch ist letztlich auch eine Antwort. Mhm. Der Mensch ist ein reaktives Wesen. Ja? Wenn es gar keine Umgebung gäbe für mich, ich könnte auf nichts antworten, es würde sich nichts verändern in mir. Was sollte sich verändern? Ich würde sofort aufhören, Mensch zu sein. Ja? Ich bin ein reaktives Wesen. Der David Abram hat gesagt, jede Lebensregung ist Antwort auf eine andere Lebensregung, indem es diese umschließt und transzendiert. Ja? Und so ist es ein permanentes Antwortgeben auf alles, was in unserer Umgebung ist. Ja? Also da gebe ich dir recht, die Umwelt ist wichtig. Aber wichtig ist auch, dass wenn der Patient zu mir kommt, ab dem Zeitpunkt, solange ich ihn dann begleite, bin ich eine andere Umwelt. Ja. Und ich erzeuge andere Welten für den Patienten, indem ich ihn mitnehme und auf eine Klangliege lege zum Beispiel. Ja? Ich lege ihn in einen ganz speziellen Raum, der vorher geräuchert wird, lege ihn auf eine Klangliege. Diese Klangliege ist dann für 20, 25 Minuten eine ganz andere Umwelt, wie er es noch nie erlebt hat. Mhm. Und diese Umwelt wird etwas bewirken, wird eine Antwort im Patienten bewirken. Hin zu mehr Urvertrauen und weg von der Angst. Und da sehen wir also 156 Studien, bei Stress hat man eine erhöhte Krebsinzidenz bei primär gesunden. Also Leute, die mehr diese Arousal haben, diese dauernde Erregung, kriegen eher Krebs als Leute, die das nicht haben. Ja? Ist ja ganz wichtig für mich, dass ich das frühzeitig sehe, wenn ein Patient zu mir kommt. Ja. Dann bei bestehenden Krebserkrankungen und Stress haben Leute mit Stress eine schlechtere, das heißt kürzere Überlebensdaten. Ja? Oder eine höhere Krebsmortalität bei bereits Erkrankten und Stress. Ist ja essentiell. Das heißt, ich muss mich um diese Arousal kümmern. Ich muss schauen, dass da möglichst Ruhe einkehrt da oben als Arzt. Ich darf nicht nur Chemotherapie machen oder Bestrahlung, ja, oder Medikamente geben, sondern genau diese Übererregung, die da ist bei den Patienten, die gehört behandelt. Und man kann nicht sagen, das wird sich schon beruhigen, dann, wenn der Krebs mit der Chemotherapie weg ist. Weil vielleicht war das ja vorher da und mit Auslöser für die Krebserkrankung. Mhm. Also das ist für mich essentiell. Und dann noch eine andere Sache hier. Es wurde eine Verbindung zwischen Angst bei Müttern und Symptomen der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, der ADHS, bei Kindern festgestellt. Ja? Also wir sehen sogar die Angst der Mutter, ja, wirkt sich auf das Krankheitsgeschehen beim Kind aus. Ja? Also so essentiell ist das Thema Angst, Urvertrauen. Wenn man jetzt wirklich Angst hatte in der Schwangerschaft, auch
sich dessen bewusst ist, weil vielleicht auch was passiert ist, ja, wo man sagt, oh Gott, das Kind hat bestimmt auch den Schock mitbekommen oder Prüfungsangst. Ja. Wenn ich dieses Bewusstsein habe, kann ich dann direkt schon in der Schwangerschaft präventiv oder bei Geburt schon mal wieder epigenetisch da ein bisschen was korrigieren? Also grundsätzlich natürlich. Das, was geschehen ist, ist geschehen. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt jetzt, wenn ich wieder ein Stück weiser geworden bin, kann ich jetzt was tun. Ja? Mhm. Also die Entspannung, sei es Meditation, sei es jetzt sich mit sanfter, angenehmer Musik auseinanderzusetzen und so weiter, gibt es ja viele Möglichkeiten. Bewegung in der Natur, in den Wald zu gehen, die ganzen Terpene, die ganzen Antioxidantien aus dem Wald, ja, das ist alles genial. Ja? Mhm. Also das ist genau so, wie du das gesagt hast. Ne? Also alles, was war, war. Ja? Mhm. Und ab jetzt schauen wir in die Zukunft und schauen, dass sich alles in eine gute Richtung entwickelt. Aber grundsätzlich aus China, meine Frau kommt aus China, ja, also dort nimmt man sich in der Schwangerschaft komplett zurück, traditionell. Mhm. Ja? Und nachher bleibt man einen Monat zu Hause, ja? Mhm. Um die Konstitution wieder auf ein wirklich Maximum zu bringen. Ja? Also andere Kulturen sehen es ein bisschen anders und gehen mit dem auch teils sehr, sehr weise um. Ja? Mhm. Ich möchte aber jetzt, das eine ist diese Angst, mit der viele geboren werden und mit dieser Schwäche gehen sie durchs Leben, mhm. weil die Embryonalphase ist halt das erste der drei epigenetischen Fenster, die mhm. uns prägen. Ja? Embryonalphase, dann die ersten 3 Jahre der Kindheit und dann das letzte Fenster, ganz schmal, in der Pubertät. Mhm. Ja? Aber das sind die drei epigenetischen Fenster, dann sind wir epigenetisch geprägt und mit diesen Schwächen gehen wir dann durchs Leben. Mhm. Ja? Also diese epigenetische ja. Angst ist dann wichtig. Und mit dieser Angst kommt dann auch, und das sehe ich bei meinen Patienten sehr, sehr oft, ja, Orientierungslosigkeit. Mhm. Ja? Viele kommen, ich habe, glaube ich, 50% meiner Patienten sind zwischen 20 und 35. Ach ja, und okay. Da die Mehrzahl Frauen. Ja? Mhm. Weil Männer trauen sich nicht so gern, mit Orientierungslosigkeit zum Arzt zu gehen. Mhm. Aber aus der Orientierungslosigkeit, ja, sie sagen, ich bin irgendwie verzweifelt und ich weiß nicht, wo ich stehe und ich kenne mich nicht mehr aus. Wo soll ich hingehen, wie soll ich mich entwickeln? Ich weiß es nicht. Ja? Und dann frage ich die Krankheiten ab, gibt es gleich eine ganz lange Liste von Krankheiten. Mhm. Ja? Ich habe schon seit 5 Jahren Magenschmerzen, ja? Ich habe immer wieder Husten gehabt oder was auch immer, Blasenentzündungen mhm. bei Frauen sehr, sehr oft. Ja? Also da ist dann schon eine ganze Liste von Somatisierungen, sagen wir in der mhm. Medizin, schon dabei. Ja? Also diese Orientierungslosigkeit ist eines der zentralen Themen, die mich auch unruhig werden lassen und die Angst auch hochkommen lassen. Ja? Und wir haben dann sehr schön diesen Lebenszyklus in den 5 Elementen. Und die 5 Elemente in der traditionellen europäischen Medizin, die heißen Wasser, Äther, Feuer, Erde und Luft. Ne? Und dann setze ich mich mit dem Patienten hin, 1 Stunde, und das nenne ich dann Philosophie zur Gesundheit. Mhm. Ja? Das soll wieder die Orientierung ins Leben zurückbringen. Ja? Wo stehe ich denn gerade? Ja? Was war davor und was hätte natürlicherweise davor gelernt gehört? Ja? Mhm. Was ist jetzt die Aufgabe und was kommt danach dann? Ja? Da habe ich plötzlich die Orientierung. Ja? Ja. Und wir sagen, also Element Wasser ist sozusagen der Embryo im Fruchtwasser der Mutter, der mit allem versorgt wird und der nicht einmal Danke sagen muss dafür. Der mhm. schwimmt da herum, ja, Mund ein bisschen offen, steckt den Finger im Mund, mhm. was weiß ich. Ja? Und das alles zu bekommen, was man braucht, das ist Urvertrauen. Es ist für mhm. mich gesorgt. Es ist alles gut so, wie es ist. Das ist das Schöne, ja. Und der Embryo kennt auch nicht diese Dualität von ich und nicht ich. Ja? So wie ein Kleinkind mit 6 Monaten, wenn ein zweites Kind daneben zu weinen beginnt, beginnt das erste Kind auch zu weinen. Mhm. Das kennt nicht den Unterschied zwischen ich und nicht ich. Mhm. Also diese Dualität, dieses Einheitsgefühl ist ja paradiesisch auch. Mhm. Ja? Also kann man sich schon vorstellen, das ist ja muss ein toller Zustand sein als Embryo. Mhm. Ja? Und das ist das Element Wasser. Nicht? Also das sind diese 2 Sachen, die man lernt im Wasserelement oder vielleicht auch nicht lernt. Und später irgendwie anders nachholen sollte. Ja? Und wenn man dann geboren wird, sagt man, wird man ins Element Äther geboren. Und Äther steht für Raum und für Kreativität. Ne? Dieses Kleinkind sollte auf seine eigene Art und Weise individuell die Umwelt entdecken. Ja? Und sollte alles das tun dürfen, was es will, ohne dass jemand einschreitet. Mhm. In einem begrenzten Raum, möglichst in der Natur. Darf sich alles in den Mund stecken, ins Ohr abschlecken, riechen, was auch immer. Auf die persönliche, individuelle Art und Weise, die Natur, den Raum zu erforschen. Ja? Wenn man das nicht kann, wird man als Erwachsener immer krumme Wege gehen müssen, um ans Ziel zu kommen. Wenn die Mutter da und sagt, na, mach dies, das nicht und das mhm. nicht und so weiter. Oder wenn ich nur in einem Zimmer aufmache, wach mit
aufwachse mit Plastikspielzeug, das mir die Mutter immer hinsetzt, ja? Dann lerne ich nur das, was die Mutter will, dass ich lerne, und das ist noch dazu Plastik. Ja? Also das ist essentiell jetzt, ja? Dass ich den Mut zur Kreativität, was Neues, ich traue mir das einfach, ich mache das einfach. Ja? Und das Zweite ist der Raum, der auch Grenzen haben muss. Das muss ich auch lernen jetzt in dieser Phase, weil die Grenze zu überschreiten kann auch Probleme geben. Ja? Also diese Grenze muss erfahrbar sein, und das ist oft bei uns auch nicht mehr so, dass wir das erfahren. Und wenn wir das nicht erfahren als Kleinkind, dann kann es sein, dass wir uns als Erwachsene oft verlieren, weil wir uns selber auch keine Grenzen setzen. Und dann kommen wir zum Element Feuer, und Element Feuer hat wieder zwei Eigenschaften. Das ist die Resonanz und die Entscheidung. Ja? Also das Feuer entscheidet, was ist brennbar, was ist nicht brennbar. Das Feuer der Hormone entscheidet, was wird Frau und was wird Mann. Ja, das erste Mal, dass das so richtig bewusst wird. Ja? Und je besser das entschieden wird, desto besser kommt es nachher auch wieder zusammen. Und die Resonanz ist, dass die Kinder aus den Eltern, aus den Familien rausgehen in der Pubertät. Ja? Das ist ja Feuer, ist ja Pubertät. Und gehen in die Peersgroups, in die Freundesgruppen hinein. Ne? Und kommen dann mit der Person zurück, wo sie die größte Resonanz gefunden haben. In anderen Kulturen geht man aber wirklich erstmal mit den Männern raus, der Junge mit den Männern und die Frauen mit den Frauen, um überhaupt sich mal zu erkennen, was ist denn überhaupt weibliche Kraft oder männlich. Was heißt weiblich und was heißt männlich? Jetzt und ist das haben wir ja nicht. Genau, das ist die Entscheidung jetzt. Ja. Ja? Aber letztlich kommt man dann mit seiner Frau wieder zurück und gründet eine Familie. Erdelement, Stillstand und Wiederholung. Ja? Wenn ich jeden Tag für meine Kinder Frühstück mache, bin ich die beste Frühstücksmama der Welt. Oder die Handwerker sind die Besten, die stillgestanden sind und immer wieder das Gleiche gemacht haben. Ich möchte mir von jemandem ein Haus bauen lassen, der das schon hundertmal gemacht hat. Und nicht jemand, der immer da herumfliegt und da herumfliegt. Ja? Und eigentlich ein bisschen was kann, aber nicht gut. Ja? Also Erdelement, Stillstand, Repetition. Und dann das Erdelement lasse ich los dann im Wechsel. Ja? Im Wechsel lasse ich das los und ich wechsle zum Luftelement. Ich wechsle das Irdische los, indem ich das Geld loslasse. Und die Materie, ich brauche kein zweites Auto und keine zweite Wohnung oder was, gar nicht. Ich möchte geistig, seelisch wachsen, jetzt. Was will noch gelebt werden jetzt? Ja? Ja? Indem ich loslassen lerne. Und je mehr ich loslasse, desto mehr entwickle ich mich dann zu einem weisen Menschen, weil ich lasse auch das Wollen los und die Wünsche los. Ja? Und diese weisen Ältesten waren immer eine wichtige Gruppe bei uns. Ja? Sie sind immer gefragt worden, was sagt denn ihr dazu? Weil die haben alle Phasen schon durchgemacht im Leben und sie haben gelernt, komplett loszulassen. Mhm. Die zwingt nichts mehr. Die sagen wirklich die Wahrheit. Ja? Ja. Und den letzten Schritt, dann wieder ins Element Wasser einzugehen und die letzte materielle Hülle loszulassen, ist ein Klacks für diese Menschen. Mhm. Ja? Dann lasse ich das auch los. Und was mache ich? Ich bringe meine Weisheit ins Element Wasser ein, damit die nächste Generation auf einer höheren Stufe geboren werden kann. Das ist Evolution. Mhm. Ja? Und wenn das man das geht jetzt, ja auch verloren. Bitte? Ja, die Alten werden weggesperrt. Die Kinder und die Alten auch in Horst. Ja, und in diesen Zeiten darf man es nicht einmal besuchen noch dann. Ja? Also da frage ich mich, irgendwas entwickelt sich da nicht so optimal. Ja? Also mein Wunsch wäre, dass man diese weisen Ältesten sehr, sehr wohl hört. Ja? Das ist wichtig, und dass diese die Weisheit als Fingerabdruck im Element Wasser hinterlassen können. Ja? Das ist Evolution. Das wäre dann das Altersheim neben dem Kinderhort bauen. Genau. Oder so, vielleicht, wenn man schon Altersheim abgibt, braucht überhaupt. Ja, genau. Ja? Oder kann man das anders organisieren? Ja, kann man das mehr integrieren und so? Ja? Aber das ist die Aufgabe evolutionär, Weisheit anzusammeln und die weiterzugeben. Das ist Evolution. Ja? Und als Arzt haben wir nichts anderes zu tun, als den Menschen das zu ermöglichen. Und ihnen auch zu zeigen, schau, da stehst du. Das war davor die Aufgaben und das sind danach die Aufgaben. Und da kannst du dich hin, ah ja, wirklich, ah ja. Und Weisheit entwickeln. Ah, okay, ich bin jetzt 50. Ah, Weisheit entwickeln, ja. Und wie kann ich das aber dann weitergeben? Naja, kann man dort. Du kannst ja einmal in einen Kinderhort gehen oder du kannst, oder wenn du jung bist, du kannst ja in ein Altersheim gehen und kannst dir eine Ersatzoma suchen. Ne? Ja, du, wenn du halt 50 Jahre lang dann wirklich Unternehmer warst, dann kannst du ja auch in eine Schule gehen und mal Jugendliche in der Orientierung unterstützen oder so. Und ich komme jetzt zu einem ganz wesentlichen Teil, nämlich was bin ich denn überhaupt für ein Typ? Weil ich muss durch alle Naturgesetze in diesem Lebenszyklus durch, ja, aber ich bin doch anders als die anderen. Ja? Wie passt das zusammen? Ich muss genauso wie alle anderen, will aber ganz anders als alle anderen. Ja? Und jetzt erkläre ich das immer, wenn ich geboren werde, dann werde ich von der Evolution mit einem ganz gewissen epigenetischen Muster geboren. Ja?
das ist wissenschaftlich gesprochen, ich sage immer mit meiner Lebensmelodie, mit meiner individuellen. Ja? Und diese Lebensmelodie, und es gibt nichts anderes als zu sein. Weil die Evolution wollte mich genauso, mit dieser Melodie. Ja? Ja. Jetzt, aber die Evolution hat uns diese Melodie ja nicht gegeben zum Selbstzweck. Ja? Party, Party, Party oder so. Sondern diese Lebensmelodie dient dazu, dass meine Lebensmelodie ihre Aufgabe findet. Die Aufgabe ist draußen in der Welt. Mhm. Ja? Und wie ein Magnet würden die zueinander passen. Ja? Ein Magnet oder Schlüssel, Schloss. Und in dem Moment meine Lebensmelodie, meine Lebensaufgabe gefunden hat, klacks, wow, das nennt man Transzendenz. Mhm. Ja? Jetzt bin ich mit der Information der Welt verbunden. Ja? Genau deswegen wurde ich geboren. Und es gibt nichts Stärkeres, um einen aus einer schweren Krankheit herauszuziehen, als genau diese Information. Ich habe meine Aufgabe hier. Das will noch gelebt werden von mir. Und darum nicht ich und nicht jetzt. Mhm. Weil es gibt da ganz was Starkes, das gelebt werden will. Ja? Und das bespreche ich mit allen meinen Patienten, die schwere Krankheiten haben. Und ich frage dann, ich schaue meine Patienten in die Augen und frage, gibt es noch etwas ganz, ganz Wesentliches, das von dir gelebt werden will? Mhm. Und dann sagen die meisten ja. Und dann arbeiten wir auch daran. Ja? Und ganz wenige sagen nein. Ich habe alles gelebt. Mhm. Danke. Und dann weiß ich schon, okay, dieser Mensch hat doch abgeschlossen. Auch wenn die Kinder oder Enkelkinder es noch nicht sehen wollen. Mhm. Ja? Aber dann muss ich das auch akzeptieren und werde meine ganze therapeutische Fähigkeit einsetzen, dass das ein schöner Abschluss wird auch. Ja? Ein Abschluss in Weisheit. Und wenn dieser Abschluss halt schon mit 70 ist, statt mit 80, ja, dann kann das theoretisch auch sein. Ja? Und dann ist dieser Mensch, der in Weisheit mit 70 Jahren stirbt, ja mein Vorbild geworden. Mhm. Dann habe genau ich von diesen Menschen lernen dürfen und die Evolution hat auch etwas davon, von dem Ganzen. Ja? Also ich denke, das ist ganz, ganz was Wesentliches, ja? Diese Lebensaufgabe zu finden. Und wenn ich das alles berücksichtige, den Lebenszyklus in den fünf Elementen, ja? Die Lebensaufgabe, die mich findet in Achtsamkeit, ja? Dann, wie soll dann Angst noch entstehen? Ja, das geht fast gar nicht mehr. Ja, dann ist sozusagen das Urvertrauen in allen Ebenen, in der geistigen Ebene, in der emotionalen Ebene, auch in der körperlichen Ebene. Ja. Und ich habe meine spirituelle Verbindung zu dieser Information der Welt. Ja. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Aspekt des Arztseins, diese Dinge auch anzusprechen und mit dem Patienten durchzugehen. Wundervoll. Großes Vorbild für die Schulmedizin, hoffe ich. Und wenn jetzt wirklich Menschen sagen, ja, ich möchte da tiefer einsteigen, ja, vielleicht auch Ärzte inspiriert sind und sagen, ja, ich spüre eigentlich, ich bin wirklich Arzt geworden, weil ich genau das auch mit meinen Patienten leben möchte. Und gibt es da Möglichkeiten? Genau, also es gibt Möglichkeiten der Ausbildung oder sage ich, Ausbildung ist schwer, zu wachsen, indem man wohin geht, wo man das lernen kann. Mhm. Ja? Und das ist zum Beispiel in Wien haben wir diese TEM-Akademie, die ist für jeden offen, Gesundheitsberufe oder egal, wer da kommen will, um selber zu wachsen und vielleicht dann Elemente auch in seinem Gesundheitsberuf oder ihrem Gesundheitsberuf einzusetzen. Und wir sind gerade dabei, ein Curriculum für Ärzte aufzustellen, ein 2-Jahres-Curriculum, das rein für Mediziner ist, ja, wo man dann auch die therapeutischen Aspekte mehr in den Vordergrund rückt, weil wir Ärzte dürfen halt ein bisschen mehr als andere Berufsgruppen. Und dann können wir das besser einsetzen in unser Gesamttherapiespektrum. Ja? Mhm. Und das kann man dann auch machen, so ein Curriculum für Ärzte, TEM-Arzt wäre das dann. Genau. Mhm. Super. Vielen lieben Dank, Gerhard, dass du heute da warst. War wieder sehr interessant. Ich freue mich auf weitere Interviews mit dir und ja, bis bald. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es war ein großes Vergnügen und ich hoffe, bis bald. Ja. Dankeschön. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so schön, wieder ein Rundumschlag für die Ganzheitsmedizin. Ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen und ja, wünsche Ihnen alles Gute und bis bald. Tschüss.